Hallo ihr Lieben, hier ist Jana von Janas Bastelwelt. In meinem heutigen Videotutorial zeige ich euch, wie ihr so eine Karte basteln könnt. Das Besondere ist halt hier der, sag mal, durchsichtige Part da drin. Dazu benötigen wir Farbkarton mit den Maßen 10,5 x 24,8 cm. Ich habe jetzt hier Calypso verwendet. Der wird zunächst gefalzt bei 14,8 cm. Das entspricht jetzt hier der Rückseite. Das heißt, wir müssen von dieser Kante, Falzlinie, zu dieser hier, einmal das Papier durchschneiden. Dazu wird das jetzt so angelegt, dass hier die Spitze genau mittig in der Rille liegt und hier oben entsprechend, ich hoffe, das kann man jetzt einigermaßen sehen hier, Falzlinie. So. Dann können wir es auch schon einmal nachknicken. Das wird jetzt eigentlich sozusagen hier einfach nach unten gerutscht. Und dann haben wir hier Folie mit den Maßen 4,7 x 18 cm. Die ist an sich zu groß, aber lieber ein Stück zu groß als zu klein. Und ich klebe das immer erst auf und schneide das dann zurecht. Dafür nehmen wir jetzt ein doppelseitiges Klebeband mit 6 mm Breite. Und das wird ganz exakt an der Kante hier lang geklebt. Und hier auch. So. Das schneide ich dann jetzt hier auch einmal ein bisschen zurecht. Die Schutzfolie abgezogen. Kann man sich auch einfach noch mal was hinstellen, draufstellen, um das so ein bisschen zu fixieren. Und dann, ach, ist jetzt vor der Kamera so ein bisschen fuckelig. Hier die Folie hier drüber geklebt. So. Schön festdrücken. Und dann schneide ich die auch einmal entlang des Farbkartons passend. Nachteil von durchsichtiger Folie ist natürlich, man sieht immer die Klebe dadurch. Hätte ich jetzt von innen geklebt, also hätte ich das jetzt als Außenseite, wäre das natürlich sauberer. Dann hätte ich das von innen so unschön. Deshalb nutze ich das direkt als ja, Deko-Element, indem ich da Designpapier drüber klebe. Das heißt, ich nehme jetzt hier nochmal mein Sticky Tape zur Hand. Das Designpapier habe ich jetzt zugeschnitten auf 15 cm mal 0,7 cm. Dann ist es nämlich ein Hauch breiter als das Sticky Tape.
klebt das jetzt ganz genau wieder über diese Klebekante. Und auch das schneide ich dann einmal zurecht. So, hier habe ich gerade gesehen, hier ist auch die Folie noch ein bisschen zu breit. Schneide ich also auch noch mal gerade nach. So. Damit steht die Grundkarte jetzt schon. Im nächsten Schritt zeige ich euch noch, wie ich das Herz so mit diesem zweifarbigen Effekt hinbekommen habe. Da habe ich jetzt Farbkarton in Flüsterweiß genommen mit den Maßen 5 x 7 cm und dann noch Wassermelone dazu mit den Maßen 5,3 x 7,3 cm und hier das Stempelset Hard Happiness aus dem neuen Frühjahr-Sommer-Katalog. Dann nehme ich jetzt einmal das Stempelkissen in Wassermelone, färbe meinen Stempel damit gut ein. Dann nehme ich mir Himbeerrot und so ein Fingerschwämmchen und tupf damit einmal rundrum. Einfach vielleicht noch mal anhauchen, damit die Stempelfarbe auch richtig gut abstempelt. Und voilà, habe ich so ein Herzchen mit so einem schönen mehrfarbigen Effekt. Das klebe ich dann jetzt auf den Farbkarton in Wassermelone. Ich meine, Calypso, Wassermelone, Himbeerrot ist natürlich schon eine etwas krassere Farbkombination. Ich habe mich da jetzt einfach an dem Designerpapier orientiert, das nämlich eben genau diese Farben aufgreift. Und dann kommen in die gegenüberliegenden Ecken jetzt einfach Dimensionals. Und das Ganze möglichst gerade und mittig. Ich muss mal eben meinen Freund das Geodreieck dazu holen. Das ist okay. Oh, jetzt noch mal kurz gucken, ob es auch gerade ist. Ach, wunderbar. So, wer sich jetzt wundert, warum hier so goldschimmernde Partikel sind, das sind diese Goldflocken aus dem neuen Katalog. Die habe ich alle einzeln aufgeklebt. War mir jetzt im Nachhinein nicht sicher, ob das nicht ein bisschen too much war. Deshalb lasse ich das bei der Karte mal bleiben. Dann kann ich es nämlich direkt vergleichen. In der Zwischenzeit... Ach, da hat mich mein Husten schon wieder geärgert. Muss ich zwischendurch mal kurz Pause machen. Habe ich jetzt diese Stempel auch in Wassermelone eingefärbt, diese kleinen Herzchen. Und tupfe da jetzt mal so ein bisschen mit dem Himbeerrot drauf. Stempel die da ab. Und hier unten. Ha, dachte ich doch, irgendwie sah der jetzt zu groß aus. Habe ich wohl falsch zugeschnitten.
Ja, das sind 10,5 cm, also das sollte 10 mal 14,3 sein. Gucken. Schneiden wir auf beiden Seiten ein bisschen ab. Dann bleiben die Herzchen nämlich heile. Ja, jetzt passt das auch. Und voilà. Fertig ist die Karte. Vielleicht hinterlasst ihr mir ja in einem Kommentar, was ihr besser findet. Mit dem Goldflitterkram da drauf oder ohne. Ich bin gespannt. So spontan könnte ich es jetzt nämlich gerade nicht sagen. Ich finde hier halt noch den Effekt ganz schön mit dem Weißen dahinter. Zum einen natürlich besser zu beschriften, wenn man überhaupt auf die Seite was schreiben möchte. Oder was man ja ein bisschen da durchsehen würde. Oder auf die Rückseite. Oder aber auch hier mit dem Kontrast finde ich das ganz schön. Ja, ich hoffe, euch gefällt diese Kartenart. Ich finde sie irgendwie echt genial. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!